Heinrich Gersmeier, bekannt als Schäfer Heinrich. Vor 10 Jahren sucht der nordrhein-westfälische Landwirt bei Bauersuchtfrau die große Liebe. Vergeblich. Seitdem ist der 52-Jährige bekannt. Als singender Schäfer tritt er am Ballermann auf Mallorca auf. Doch der Spagat zwischen Schlagersänger und seiner One-Man-Show auf dem Bauernhof ist groß. Mit Schafen ist Heinrich aufgewachsen. Sie sind wie seine Kinder. Ich denke dann immer wieder an meine Eltern zurück. Wie viele Lämmer meine Mutter wohl geholt hat in ihrem Leben. Mir kommen bald die Tränen. Wenn ich daran denke, wie viele Lämmer meine Mama großgezogen hat und hat dann gedacht, nur diese Lämmer, jedes Lamm bringt dir Geld. Mir kommen wirklich die Tränen jetzt, wenn ich daran denken muss. Das ist für mich ganz schlimm, wenn ich mir von Schafen trennen muss. Und ich habe die aufgebaut. Das geht mir ganz ans Herz. Erwitte Völlinghausen. Hier lebt Singelschäfer Heinrich allein auf einem großen Hof mit 370 Schafen, 50 Enten, 100 Hühnern und 50 Gänsen. Zu viel. Hobbysänger Heinrich hat finanzielle Probleme. Sein Manager Alex und Kumpel Mark kommen, um zu helfen. Gibt es eine Chance, den Hof zu retten? Wir haben gedacht, wir waren jetzt 2 Wochen nicht unterwegs irgendwie, dass wir noch mal ein bisschen gucken, ob noch irgendwas gemacht werden muss. Ob es dir gut geht. Ob du schon untergegangen bist in deiner Arbeit. Ja, möchte ich noch mehr dabei haben. Im Büro hattest du noch ein paar Sachen irgendwie, die sollte ich mir angucken irgendwie oder was. Ja. Gucken wir nachher mal. Gucken wir. Ja. Wir haben uns eigentlich so ein bisschen als Freunde kennengelernt. Ich habe ihn oft auch auf seinem Hof besucht. Und daraus hat sich diese Geschäftsbeziehung entwickelt. Und seitdem kümmere ich mich eigentlich um seine Musik, stelle aber gerade fest, dass ich so im letzten 1,5 Jahr immer mehr mit seinem Hof zu tun habe, weil er braucht halt Hilfe. Und als Freund muss man diese Hilfe auch so ein bisschen anbieten. Der ist in den letzten Jahren halt ein richtiger Kumpel geworden. Also auch der Alex, sein Manager, wir sitzen oft zusammen, trinken mal eine Flasche Bier zusammen und der ist einem einfach ans Herz gewachsen. Ja, die Tiere werden schon immer mehr, ne? Ja, ja, wie viel Schaf hast du jetzt eigentlich? Einmal muss ich was zum Essen haben und meine Verwandtschaft braucht was zum Essen. Wie viel Schaf hast du inzwischen? Schafe haben wir 370 Mutterschafe. Ja, aber ist das zu viel oder nicht? Nein, ist nicht zu viel. Die großen Schäfereien, die haben 1000. Ja, die singen auch nicht noch, Ger. Du hast Schafe, Hühner, Gänse, ja, alles. Aber das ist, alles ist so, ich habe das jetzt klein aufgebaut, das muss jetzt da durch. Entweder da muss jetzt da durch, groß. Ja, der aktuelle Stand ist der, dass Heinrich, wenn er seinen Hof in dieser Konstellation, wie er ihn über die letzten Jahre immer hat anwachsen lassen, weiterführt, er überhaupt keine Überlebenschance hat. Der Hof mit 300 bis 400 Schafen, mit den paar Gänsen, mit den Hühnern, das ist alles einfach für eine Person, ist das viel zu viel Arbeit, aber viel zu wenig Ertrag. Und alles das, was er reinsteckt, wird sich in 2, 3 Jahren allerspätestens, wenn er so weitermacht, zurückschlagen und dann kann er abschließen. Wollen wir nicht mal eine kleine Bestandsaufnahme machen, wie es so eigentlich aussieht? Wir hatten ja so ein paar Dinge vor 8 oder 10 Wochen besprochen, aber ich schätze, umgesetzt hast du davon nichts irgendwie, ne? Du wolltest doch so ein bisschen reduzieren, ein paar Hühner weg und ein bisschen... Die Hühner, die brauche ich doch. Alles noch. Ich brauche doch mein Frühstücksei manchmal. Nee, der Alex und der Marc, die meinen es vielleicht nicht ganz so schlecht, aber die verstehen auch manchmal die Situation vielleicht denn nicht, wo ich denn nicht drin befinde oder so. Ich bin in diesem Limit hier so drin und ich habe das alles aufgebaut jetzt. Und jetzt das plötzlich wieder verkleinern oder so, dass das mein Kopf, das da komme ich gar nicht mit klar. Er ist in der 3. Generation Landwirt. Der 52-Jährige ist auf dem Hof und mit den Tieren groß geworden. Unvorstellbar, hier etwas zu verändern. Aber genau das wollen sein Manager Alex und sein Kumpel Mark. Beide merken, dass der 52-Jährige mit der Bürokratie nicht mehr klarkommt. Das Lebenswerk seiner Eltern droht zu zerbrechen, wenn Heinrich jetzt nicht endlich den Papierkram in Angriff nimmt. Auch hier hast du wahrscheinlich die letzten 8 Wochen irgendwie, ne, keine Zeit gehabt. Keine Zeit gehabt, ne? Zum Abwerfen. Ja, hier, diese ganze Stadt, das muss alles abgewerfen werden. Das ist aber alles bezahlt. Was hier ist aber alles bezahlt. Ich bin einfach Schäfer. Schäfer in der Natur. Und die ganze Bürokratie und die Buchhaltung, das ist gar nicht mein Ding. Da will ich mich nicht drum kümmern. Ich möchte mich um die Schafe, um die Tiere kümmern. Das ist mein Leben. Ja, Heinrich, hier ist man jetzt, ist es jetzt nicht schlimm. Ich mache das auch gerne. Ich muss eben aber hier bist du aber locker. Ist man hier jetzt gleich mal,
Wenn man mit einem Tag überhaupt hinkommt, schaffst du nur mal so ein bisschen die grobe Sache. Diese bezahlten Rechnungen, die müssen alle abgeheftet werden. Ja, was ist mit den Kreditkartenabrechnungen? Hast du die mal ordentlich weggebracht zum Steuerberater? Ja. Okay. Also ich habe mir den Stapel innerhalb von 30, 40 Minuten angeguckt und habe die Summe von 3.000, 4.000 Euro entdeckt. Die Dunkelziffer ist aber vermutlich viel, viel höher. Da werden noch Stapel in irgendwelchen Ecken liegen, wo Heinrich gar nicht weiß, wo sie herkommen. Und daher ist das meiner Meinung nach, was ich in der Kürze der Zeit entdeckt habe, ist überhaupt nicht abzuwickeln. Die Dunkelziffer ist viel, viel größer. In den letzten Monaten haben sich bei Schäfer Heinrich stapelweise Rechnungen angesammelt. Bald werden die Mahnungen kommen. Langfristig gesehen wird dir das Genick brechen. Langfristig gesehen. Ich habe zwar den guten Willen und dann will ich auch da dran. Und wenn es dann abends ist, dann sitze ich auch davor und auf einmal dann schlafe ich dann bei ein. Wollen wir denn gleich noch mal kurz in die Halle runter gucken, wie es unten aussieht irgendwie? Das steht jetzt. Auch die drei machen sich ein Gesamtbild von der Lage. Schnell wird klar, Heinrich sitzt auf einem Vermögen. Denn sein Stroh ist nach dem trockenen Sommer viel Geld wert. Doch wirtschaftet er auch damit? Lass mal gucken, dass ist ein Hänger nach dem anderen. Das sind Strohwaren. Da liegen ja 20.000, 30.000 Euro hier in der Halle. Was machst du damit? Da liegt Proviant, da liegt Geld. Ja, da liegt Geld. Wie ist das denn alles los im Winter? Oder? Ja, hier. Ja, aber Schafe in die Mäuler. Aber wirst du das in einem Winter los oder steht davon nächstes Jahr noch die Hälfte hier? Weil dann ist es totes Kapital. Nee, das geht durch die Mäuler der Schafe. Komplett. Kommt drauf an, wie das Wetter wird, wie der Winter wird. Je später ich in die Halle komme, je mehr kann ich davon verwahren. Würde er das Heu, was im Moment Gold wert ist, direkt verkaufen, dann könnte er mit einem Schwung 30.000 bis 40.000 erwirtschaften. Sagen wir mal, hier liegen 20.000, du brauchst aber nur 15.000 davon. Dann hast du 5 über und die 5 könntest du nutzen, um vielleicht ein paar Rechnungen von abzutragen. Ein paar Schafe weg und ein bisschen Heu weg. Dann hast du wieder Bares, brauchst du mal Flüssiges. Ich verstehe schon, dass ich ein Problem habe auf den Hof, aber ich möchte das eigentlich gar nicht so wissen und sagen und tun. Ja, du musst einfach einmal einen Schnitt in der Mitte machen. Die Hälfte Schafe weg und das Hälfte Futter weg. Dann verkaufst du die Schafe und das ganze Futter und dann bist du reicher. Dann kannst du die Rechnung bezahlen und dann hast du noch 150 Schafe und die kannst du schön streicheln. Und sagst, ich weiß noch was Besseres, Heinrich. 30 Schafe weg, ein bisschen Stroh weg oder Heu weg. Dann passt es doch. Wenn du weniger Schafe hast, brauchst du weniger Dings und wir können die Rechnung da bezahlen von 5.000 Euro. Ich glaube, es waren knapp 5.000 Euro. Dann lass mich erstmal drüber schlafen. Dann muss ich erstmal. Komm, wir gucken mal. Dann muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Wie sieht's denn eigentlich mit den Treckern aus? Hattest du doch 3 Stück. Hast du jetzt schon welche verkauft? Einen verkauft? Nee, die brauche ich auch. Also. Marc, das hier vorne, das ist der Trecker, mit dem er arbeitet. Ja. Die anderen beiden, da fährt er sonntags mit zur Kirche. Trecker sind keine Diskussionsgrundlage. Einen vielleicht von den drei? Nee, den Kleinen, den nehme ich zum Wasserfahren. Und der Kleine, der schluckt ja ganz wenig Diesel. Schluckt wenig Diesel, aber die drei sind doch angemeldet. Und die kosten doch 3-mal Versicherung und Steuern. Das ist nicht viel. Der Kleine, der kostet 100 Euro im Jahr. Der Kleine? Ja. Alles 2 Jahre durch den TÜV. Und der Mittlere? Der Mittlere ist auch nicht viel. Die beiden kosten nicht viel in Steuern. Der Große kostet mehr. Der Große kostet 400. 400 und 200 und 100. Wir sind dann schon wieder bei 800 oder 700. Das muss ja alles bezahlt werden. Warum machst du nicht einfach, weil das ist ein bisschen kleiner? Dann bleibst du ja trotzdem der Schäfer ein. Der Hof wirft kaum Gewinn ab. Aber Heinrich hat ihn von seinen Eltern geerbt, will nichts von Veränderungen hören. Ich verstehe das schon, dass ich mir von Dingen trennen muss, um den Hof zu retten. Aber ich will es nicht verstehen oder will es auch nicht einsehen. Die vielen Leute, die sprechen mir das ständig ins Ohr rein und im Kopf und ich kann es bald gar nicht mehr hören. Ich weiß zum Beispiel, dass es diesen kleinen Trecker hat es gegeben, als es seine Mutter noch gab, als es den Vater noch gab. Ich glaube, es ist nicht mal das Schlimme, den kleinen Trecker zu verkaufen. Es ist viel schlimmer, die Erinnerung, seine Mutter würde mitbekommen, wie dieser Trecker vom Hof fährt. Wenn ich meiner Mutter noch sagen müsste, dass ich mir von Dingen trennen müsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Man macht das einfach nicht. Was du von deinen Vätern ererbst, behalte es, um es zu besitzen. Wenn er seinen Hof behalten will, muss Heinrich Einschnitte zulassen. Geld verdient er momentan nur mit seinen Auftritten als singender Schäfer. Zusammen mit Tourmanager Marc packt er wie jede Woche den Koffer für Mallorca. Kann er dieses Mal sorglos auftreten? Haben wir jetzt alles? CD. Auftritt-CD. CD wichtig, zumachen. So, hast alles für den Auftritt jetzt? Ja, den Hut können wir nicht da reinstecken, dann wird der platt. Ach so.
Ja, aber legen wir auch schon mal auf die Tasche. Dass ich den nicht vergesse. So. So, das mitnehmen, dann können wir los. Dann können wir los. Bist du sicher? Fehlt nichts. Ja, aber Heinrich ist ja so, der hat ja jede Woche einmal auf Mallorca einen Auftritt, dann kommen am Wochenende zwei, drei in Deutschland dazu. Und generell auftreten, das macht er ja selber. Man muss halt umherum so ein bisschen gucken, hat er seine Autogrammkarten, man fährt dann zum Auftritt, passt auf, ob er auch gut gelaunt ist. Er dreift immer wieder ab, Landwirtschaft, Landwirtschaft, Landwirtschaft. Und darum bin ich halt immer ein bisschen dabei, motivierende Form auf, dass er gut gelaunt ist, wenn es losgeht. Das ist so meine Aufgabe halt, ne? Kultschäfer Heinrich lebt zwei Leben. Eines auf seinem Hof in Nordrhein-Westfalen und eines als Schlagerstar auf Mallorca. Seit 10 Jahren packt er einmal pro Woche die Koffer, um zusammen mit seinem Tourmanager und Kumpel Marc nach Palma zu fliegen. Dort ist der Landwirt ein Star. Auf der Baleareninsel hat der 52-Jährige ein Apartment angemietet. Vor seinen Auftritten bereitet sich Scharfflüsterer Heinrich hier vor. Heinrich, wie sieht's aus? Kannst du Autogramme schreiben? Ja. Ja, und dann können wir gleich noch 1, 2 Durchläufe, einmal ein bisschen proben, ne? Proben? Ja, machst du hier schon 10 Jahre, sollten wir heute auch tun, oder nicht? Ein bisschen die Stimme einsingen, oder Chef? Du machst das mal. Das Singen, das ist schon in meinen Adern so ein bisschen drin. Papa hat immer gesungen, zu runden Geburtstagen, besonderen Anlässen, Jubiläum, Hochzeiten, Polterabende. Und da hat mein Vater den Landwirten oder den Leuten als Geschenk dann eben Alter Schäferlied gesungen. Und dann ging es eben zum Fest und ich habe den Spruch auch auf der Lippen. Wo die Musik spielt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Und ja, Musik ist immer gut und gibt Freude auf, kommt Stimmung auf. Erstmal muss noch ein paar Autogramme schreiben, oder nicht, Chef? Heinrich. Jo. Das reicht noch nicht. Machen wir noch so 10, 15 Stück, dass wir genug haben. Wenn nicht, kannst du ja nachher noch ein paar nachschreiben. Aber wenn du den Namen schon drauf hast, einen Wunsch haben sie auch noch alle. Ja, sicher. Und bei Frauen kommt natürlich das Herz immer dabei. Ja, natürlich. Nur wenn du jetzt alle mit Herz machst, dann wird es natürlich schwierig. Nee, das geht ja nicht. Ja. Vom Schäfer zum TV-Star. Bekannt wird Heinrich als Single-Landwirt in Bauer sucht Frau. Nach einem Jahrzehnt weiß er, was die Fans von ihm erwarten. Ja, das ist ja von letzter Woche die Liste, das passt ja noch. Das Publikum ist gleich geblieben. Intro fängst du wieder an, ne? Ja. Intro lassen wir das laufen und dann gehst du ganz normal dazwischen. Machen wir Millionen, genau. Frauen lieben mich. Doch eine Frau, die hab ich nicht. Ah, die kommt auch noch eigentlich, irgendwann. Ja. Aber dann machen wir dazwischen auch keine Pause. Begrüßung machst du nach dem zweiten Song. Intro durchlaufen lassen wir immer, ne? Ja, genau. Millionen Frauen und dann machen wir den Ladykiller. Ja. Beim Ladykiller tue ich dann die Mütze wechseln, weißt du ja. Ja, ja. Perfekt. Wollen wir ihn probieren? Ja, komm, mach mal. Sollen wir mal einmal Hut her, dass wir einmal den Übergang machen? Der Hut ist auch in meinem Apartment. Ja, ich hol mal. Ich geh mal eben los. Wolltest du noch holen? Ja, der Heinrich macht das ja jetzt seit Jahren und er hat natürlich so eine Handvoll Vertraute und die sind natürlich auch immer dabei und begleiten ihn so ein bisschen. Bei ihm ist es nicht mehr so, man muss ihm ja nicht mehr beibringen, wie man singt. Das macht er seit 8 Jahren. Aber einfach auf den Auftritt so ein bisschen einstimmen. Man muss sich ja vorstellen, er kommt jetzt von Deutschland direkt aus der Landwirtschaft. Gerade haben wahrscheinlich noch die Schafe ein paar Lämmer gekriegt und jetzt geht's gleich ins Oberbayern. Und dann mache ich so ein bisschen immer vorher mit ihm ein bisschen Spaß, auch so ein bisschen, okay, Heinrich, komm, wir machen noch mal einen Durchlauf eben so, dass er wieder voll da ist und weiß, gleich geht's auf die Bühne, ne? Millionen Frauen lieben mich. Doch eine Frau, die hab ich nicht. Also Melodiegefühl hast du immer noch einiges. Ja, alles läuft bei dir. Meine lieben Freunde, so, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt mein Song aus dem letzten Jahr. Und das ist der Ladykiller. Jo, so, jetzt setz ich dann die Kappe. So, Heide Witzke, so. So, jetzt geht's los. Jetzt. Ladykiller, man nennt mich Ladykiller. Der Ladykiller-Song, der passt schon. Und da hab ich einen guten Song mit dir auf dem Ballermann. Und davon brauchte ich eigentlich noch so ein paar, 1, 2, 3 Songs in der Art, in der Richtung wie der Ladykiller. Dann kann man hier noch weiter aktiv bleiben. Schäferlich dürfen wir nicht auslassen. Gut. Gut, ich bring die Sachen hier weg, schreib noch ein paar. Du bist informiert jetzt, du weißt Bescheid wieder, so machen wir das. In Palma de Mallorca bereitet sich Schäfer Heinrich auf seinen Auftritt vor. Aber vorher muss der singende Landwirt noch dringend daheim bei seinem Hofaufpasser anrufen. Hallo? Bernhard? Ja? Ja. Du, ist bei den Schafen alles in Ordnung? Ja, ja. Ich mache mir große Sorgen, weil ich kann sonst nicht den Auftritt gleich gut überstehen. Weil ich mache mir wirklich Sorgen, Bernhard. Nee, das ist in Ordnung. Das freut mich ja. Was machen die jungen Lämmer denn? Ja, die geht gut, die tanzen ja schon rum. Wenn ich dich nicht hätte, dann wäre ich verloren, du. Bernhard. Ist jetzt gleich ruhig. Ja, der Max sagt jetzt schon, wir müssen jetzt los zum Auftritt, weißt du? Bernhard, alles Gute. Dann bin ich beruhigt. Dann kann ich jetzt beruhigt zum Auftritt gehen. Alles klar. Ja, das kann. Wenn ich schon mal über einen längeren Zeitraum hier auf Mallorca bin, dann halte ich schon nach dem zweiten, dritten Tag nicht mehr aus. Dann muss ich schon wieder nach Haus. Und weil ich meine Schafe so sehr vermisse, das ist einfach
was ich brauche. Ich brauche die Musik und die Schafe und mein Leben. Du bist wieder nur auf deinem Bauernhof. Ich bin ja auf Mallorca. Du musst gleich die Fans begeistern. Ja, das mache ich auch. Aber ich habe noch meine Schafe. Die Schafe müssen jetzt lammen. Die zweite Lammung ist das ja jetzt. Damit wir Lämmer wieder verkaufen können. Damit es wieder Geld im Portemonnaie gibt. Alex und auch ich wollen ja nicht die Schafe nehmen. Die Schafe sollst, du bist ja auch Schäfer, Heinrich. Das gehört mir. Du machst zu viel. Der Hof ist zu groß geworden. Nicht zu groß. Nein, Heinrich. Heute machen wir andere machen Schafe. Andere machen 1000 Schafe. Ich habe ja nur 370. Das muss sich auch lohnen. Die Fixkosten bleiben ja dasselbe. Ja, das ist bei Heinrich einfach der wunde Punkt, ist sein Hof. Wenn man ihn darauf anspricht und sagt, Heinrich, der muss ein bisschen kleiner werden, dann fährt er unheimlich hoch. Und dann ist es für mich natürlich auch sehr schwer, ihn wieder runterzukriegen. Also, da gibt's gar nichts. Heute machen wir jetzt einmal einen ruhigen Auftritt. Ne? Das ist jetzt aber wichtig. Alles weil wir das gespielt haben. Komm, wir gehen jetzt mal zum Auftritt. Zieh dich um, Heinrich. Schritt für Schritt. Während sich die Partymeile füllt, laufen in Heinrichs Apartment die letzten Vorbereitungen. So. Das habe ich jetzt einmal angefangen mit der Schäfer-Outfit. Ich habe diese Krawatte extra ausgesucht mit Schäfchen drauf, weil Schafe ist mein Markenzeichen, Schafe ist mein Leben. Und natürlich das eine schwarze Schäfchen, das darf natürlich auch nicht fehlen, aber das bin nicht ich, das ist jemand anders, wer weiß. Das ist die Kultfigur Schäfer Heinrich. Auf der Straße wird der Star aus Bauer sucht Frau sofort von Fans erkannt und um Selfies gebeten. Bitte? Dankeschön. Später. Ja, das ist schon ein bisschen anstrengend, ne? Weil die Fans sind, die kommen ja nach und nach immer an, ne? Aber ja, das ist eben ist ja auch das Gute, dass die Fans kommen. Wenn die Fans nicht kommen, dann wäre es ja auch nicht gut. Wir sind ins Oberbayern. Hallo Mädchen, ja, alles gut? Hola. Ja. Dann mache ich das im Weg von 3 Minuten. Mit Schäfer Heinrich dauert das 30 Minuten. Er muss halt an jeder Ecke Autogramme geben und so. Aber es ist ja gerade das Schöne. Die Leute erkennen und das jetzt ein Jahrzehnt schon. Also manche DSDS-Stars träumen davon, dass man mal 10 Tage oder 10 Monate durchhält. Seit 10 Jahren geht er an dieser Playa auf und ab. Und die Menschen freuen sich einfach, wenn er da ist. Und das freut ihn natürlich auch. In der Kultdisco Oberbayern auf Mallorca bereitet sich Bauer Heinrich im Backstage-Bereich auf seinen Auftritt vor. Die Partymeute liebt den singenden Schäfer. Kann er heute Stimmung machen bei all der Sorge um den Hof? So, Heinrich, es rappelt voll, Elan, wir können rappelt los. Voll, ne? Jetzt geht's los. Ja. Das nehme ich mit, hier. Schäferstock. So, Hut auf, Schäferstab und dann geht's los. Alle drehen, bitte schön. Jo. So, Schäfer Heinrich. Jetzt geht's los. Tourmanager und Kumpel Marc führt Heinrich zur Bühne. Der 52-Jährige wäre sonst verloren in diesem Clubgewimmel. Gleich. Die Fans feiern den liebenswerten Landwirt. Oberbayern, seid ihr bereit? Schlagen Sie die Hände! Millionen Frauen lieben mich, doch eine Frau, die hab ich nicht. Warum? Weshalb? Das weiß ich nicht. Doch Millionen Frauen lieben mich. Und Millionen Frauen lieben mich auch! Ja, ein Wunder. Heinrich spult sein 45-minütiges Programm ab. Es wird ihm einen 4-stelligen Betrag bringen. Schräg sein lohnt sich. Den Ladykiller kauft man ihm nur schwerlich ab. Dann also lieber wieder Landwirt. Schön weiter! Wir wünschen noch einen wunderschönen Urlaub! Schäfer Heinrich! Dankeschön! Ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt. Leute haben gut mitgemacht. Schöne Mädchen war auf der Bühne, alles gut. Der DJ war zufrieden. Ja. Autogramme bekommen, Fotos gekriegt, alles gut. Ja, war spitzmäßig eigentlich, oder nicht? 100%. Der Laden bumst voll, die Stimmung mega. Mehr geht doch nicht. Mehr geht nicht, ne? Morgen früh wieder im Flieger und ab zu Schafen. Ab die Schafen, genau die Wahl. Tipptopp, Chef. Weiter so. Okay, ja, freu mich eigentlich. Super Auftritt gemacht. Das haben wir geschafft. Ja, los, ab nach Hause und dann sehen wir, was wir Flieger kriegen, wa? Toll. Vom Club auf die Weide. Holen Heinrich seine Sorgen wieder ein? Brrr, komm hier, komm. Heinrich Gersmeier alias Schäfer Heinrich. Vor 10 Jahren sucht der Landwirt bei Bauer sucht Frau die Liebe.
Seitdem begeistert Heinrich als singender Schäfer einmal die Woche Partytouristen auf Mallorca. Doch der 52-Jährige hat Probleme. Sein Hof wächst ihm über den Kopf. Eine Frau hat er immer noch nicht. Das soll sich ändern. Heute soll der störrische Singleschäfer Flirt-Nachhilfe von einer Dame bekommen. Freund und Tourmanager Marc hat seine Verlobte Sandra dabei. Jetzt krieg ich aber auch noch mal die Hand. Jetzt krieg ich auch die Hand, sicher. Heute haben wir noch mal Verstärkung mitgebracht, Herr Wahr. Wir wollen ein zusammen was essen. Das gibt richtig was am Haken, ne? Ja, damit wir jetzt langsam Programm bei dir als Start kriegen. Ich möchte, dass sie in dem Heinrich auch mal klar macht, wie man mit einer Frau umgeht, wie man eine Frau erobert, dass er es auch mal aus der Sicht einer Frau hört. Ich habe immer zu ihm gesagt, Heinrich, du musst das machen und das machen. Dann denkt er, ja, was der so redet. Aber vielleicht kann die Sandra mal auf ihn einwirken, positiv auf ihn einwirken und ihm mal klar machen, eine Frau will erobert werden, Heinrich. Gib doch mal da ein bisschen Kraft rein, nicht nur in die Schafe, sondern sich wirklich mal um die Frau kümmern und die Frau erobern, damit du im Alter nicht alleine bist. Heinrich führt Sandra in seine Single-Wohnung. Der trällernde Tierfreund glaubt, Frauen seien beeindruckt von seiner Promi-Wand im Wohnzimmer. Währenddessen in Heinrichs Büro. Manager Alex wühlt sich durch die Stapel mit unbezahlten Rechnungen und ist entsetzt. Wir sind jetzt so an dem Punkt, wo wir gesagt haben, da muss jetzt dringend was passieren, denn man wird nicht jünger, ansonsten ist hier irgendwann mal nichts mehr da und dann wird ihm der Hof weggenommen. Die Notlage verdrängt Schäfer Heinrich. Zusammen mit Sandra versorgt der 52-Jährige den Hof. Ein einsamer Job, den er normalerweise allein erledigt. Du sagtest ja gerade, dass es eigentlich nur an der Zeit liegt. Genau. Richtig? Die Zeit. Dann muss ich auch zu Alex halten und zu dem Marc. Dann musst du auch mal irgendwie ein bisschen kürzer treten. Ja, aber das Büro muss doch vordermann. Die Briefe müssen abgeräumt werden und dann sind die Schafe da. Ja, aber dann musst du einfach ein paar weniger Schafe, ein paar weniger Tiere. Dann hast du auch mehr Zeit. Aber wenn ich nach den Schafe muss, dann ist ja der Weg sowieso dasselbe. Er ist halt total auf seine Tiere fixiert, was schön ist und was auch gut ist. Er liebt ja seine Tiere, aber wenn er eine Frau erobern will, geht das natürlich nicht. Ne? Dann muss eine Frau an erster Stelle sein und dann kommen die Tiere. Wenn ich natürlich eine Frau an meiner Seite hätte, wäre das natürlich auch schön. Aber es wäre auch schwierig zurzeit, weil man ja erstmal die anderen Sachen ins Reine bringen möchte. Auf diesen Hof verirrt sich keine Bäuerin fürs Leben, sondern höchstens ein Insolvenzverwalter, wenn Heinrich jetzt nicht die Reißleine zieht. Der störrische Schäfer muss sich verkleinern, damit das Lebenswerk seiner Familie erhalten bleibt. Viel Zeit bleibt nicht, sonst droht der Konkurs. Was ich so geschätzt hatte vor 2 Tagen, dass es so 3.000-4.000 sind, damit kommen wir nicht ganz hin. Du hast auch nicht so ganz die Wahrheit erzählt, dass du alle Rechnungen bezahlt hast. Also ich habe mal geguckt, 7.800 Euro musste derzeitig noch bezahlen. Und da hatten wir ja gesagt, da müssen wir, die sind auch zu bezahlen. Also die Schafe. 30 Stück fällt doch gar nicht auf. Du weißt doch gar nicht genau, ob du 380, 420 oder... Das weiß ich schon. Die Jungs, die mögen auf eine Art ein bisschen recht haben, aber auf der anderen Art, so eine Entscheidung muss ich natürlich eigentlich selber treffen und das muss aus meinem Herzen, aus meinem Kopf kommen, mit Schafe verkaufen oder irgendwelche Maschinen oder Sachen. Heinrich ist immer noch nicht überzeugt. Lässt er sich auf den Schafdeal ein? Zurück in Erwitte-Völlinghausen. Hier lebt der singende Schäfer Heinrich auf einem Hof mit 370 Schafen. Heute haben Heinrich und sein Helfer viel zu tun. Ja, hier sind ein paar Schafe bei, die müssen noch lammen. Die haben volle Euters und eins geht ja schon liegen, das hat schon die Wehen. Und das ist am Trampeln hin und her. Das müssen wir jetzt rausfangen aus der Herde und dann fahren wir das nach Hause. Hier ist das Weiße, ne? Ja. Was? Das hier, ne? Ei! Heinrichs Schafe stehen das ganze Jahr über auf der Weide. Nur kurz vor der Geburt bringt er die Mutterschafe in den Stall, damit sie ihre Ruhe haben. Das ist nicht immer einfach. Das springt jetzt auf, pass auf, gleich wachst du das. Dann läuft man in die Erde. Komm, man will dir doch nur gut helfen. Holla, was sind die Schafe?
mehr. So, jetzt gehst du wenigstens auf den Hänger drauf. Die Schafe, die ich jetzt auf dem Hänger habe, sind hochtragend. Und eins davon, das fängt schon an zu trampeln, das hat schon die Wehen. Das kann gleich in einer halben Stunde oder eine Stunde anfangen zu lammen. Zurück auf dem Hof. Plötzlich gibt es ein Problem. Schäfer Heinrich muss bei einer schwierigen Geburt helfen. Kann er das Lamm retten? So. Komm, schneller. Helf mal eben hier, der Schaf bitte von. Hat sich aber gut aufgeteilt. Der Schleim muss raus. Komm mal her, Mama. Das haben wir doch. Das ist immer wieder schön, wenn neues Leben auf die Welt kommt und so ein schönes Lamm, Gott sei Dank, gesund. Jetzt war aber jetzt schon auf Haaresbreite. Es wäre vielleicht rausgekommen, aber es war in der Fruchtblase zu. Und wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre und habe die Fruchtblase hier offen gemacht und den letzten Rest rausziehen geholfen, dann sticken viele Lämmer. Er hat dem Lamm das Leben gerettet. Das berührt Heinrich, der den Tod seiner eigenen Eltern noch verarbeitet. Ja, wenn Lämmer geboren werden und ich helfe die und quäle mir da, dass sie aus der Geburt gut rauskommen und das kommt dann gesund zur Welt, dann geht für mich schon wieder ein Stern am Himmel auf. Und ich denke dann immer wieder an meine Eltern zurück, wie viel Lämmer meine Mutter wohl geholt hat in ihrem Leben. Mir kommen bald die Tränen, wenn ich daran denke. Wie viele Lämmer meine Mama großgezogen hat und hat dann gedacht, diese Lämmer, jedes Lamm bringt dir Geld. Mir kommen wirklich die Tränen jetzt, wenn ich daran denken muss. Das ist für mich ganz schlimm, wenn ich mir von Schafen trennen muss. Und ich habe die aufgebaut, das geht mir ganz ans Herz. Heinrichs Vater ist vor 20, seine Mutter vor 7 Jahren gestorben. Jetzt trägt er allein die Verantwortung für 370 Schafe. Ein Job, der ihn zusammen mit seiner Gesangskarriere überfordert. Aber Manager Alex und Tourmanager Mark bleiben hart. Ein paar Schafe müssen weg, sonst droht die Pleite. Hast du denn die Schafe schon parat? Ich habe da schon ein paar vorbereitet, ja sicher. Ihr habt ja vielleicht ein bisschen recht, aber... Das tut er doch weh, du, im Herzen. Natürlich, aber dann sehen wir zu, dass er schnell vorfährt, aufladen, weg. Es kommen wieder neue Schafe und das Leben geht weiter. Guck mal zu, ne? Ja. Heinrichs Freunde greifen durch, um den Hof zu retten. Der Käufer, ein Nachbar, wartet schon. So, sehen wir. Tag, Bert. Da. Hallo. Hallo. Das ist der Marc und das ist der Alex. Hallo. Hallo. Alex ist der Verrückte. Achso. Er hat mir erzählt, er wird jetzt ungefähr 30 bis 40 Schafe verkaufen. Ich versuche die ganze Zeit zu zählen, weil ich glaube, Heinrich hat so ein bisschen den Hintergedanken, dass das nachher nur 15 sind oder so. Aber gleich sind 30 seiner geliebten Schafe weg. Heinrich hilft mit, die Tiere zu verladen. Doch dann wird ihm alles zu viel. Heinrich! Schön Schafe! Weg hinter! Hast du doch immer, ne? Schön Schafe, Alex! 30 Schafe würde ich grob über den Daumen irgendwie mal eben schnell auf 8.000, 9.000 Euro Ersparnis mit Futter, mit Wasser, mit Ländereien, mit, muss man circa, also 30 Schafe bringen etwa im Endeffekt nachher 8.000, 9.000 Euro. Ja, einmal die andere Seite fühle ich mich ein bisschen erleichtert, dass man da was mit bezahlen kann und die andere Seite mein Herz. Die Schafe. So, die Zweigespalte, ne? Aber Heinrich, ich bin stolz auf dich. Sie sind weg. Ich schön bin weg. Schafe, du. Kühe sind auch wir weg. Wir haben viel erledigt. Ich gehe jetzt deine Rechnung überweisen. Tschüss. Hast du Glück gehabt. Oh, Ben. Ja. Die sind weg.